wurde ja schon kurz vorgestellt. Philipp Sommer, ich arbeite im Team Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe, wo wir versuchen eben, dass die Wirtschaft nachhaltiger ausgestaltet wird, dass Abfälle vermieden werden, Produkte länger genutzt und eben die Abfälle, die entstehen, bestmöglich, ja, am besten verwendet und ansonsten verwertet werden. Jetzt hier gibt es so einen Pointer. Oder mache ich einfach hier drauf? Okay. Genau, ich möchte euch ein paar Ergebnisse unserer Studie vorstellen. Zuerst ein paar Worte aber zu uns. Wir wurden jetzt vor etwa 43 Jahren gegründet, sind damit... Oh, danke. Muss man noch reinstecken, nicht wahr? Wie? Bloß aus der Präsentation raus und dann wieder rein. Achso. Nicht schließen. Nur den Achso, na dann jetzt. Wunderbar, danke. Ja, wir wurden vor etwa 43 Jahren gegründet, von den gleichen Gründern auch wie der BUND, haben deswegen auch keine Ortsgruppen, aber sind dafür politisch auch umso schlagkräftiger, würde ich mal sagen. Das Besondere bei uns ist, dass wir auch klageberechtigter Verbraucherschutzverband sind und damit natürlich auch eine gewisse Sonderrolle haben. Ansonsten haben wir die ganz normalen Bereiche im Umweltschutz, also Wildnisschutzgebiete fördern, gegen Überfischung, gegen eine nicht nachhaltige Nutzung der Ozeane und so weiter. Der Verkehrsbereich ist natürlich häufig in den Medien aktuell. Ansonsten haben wir aber auch ganz viele andere wichtige Teams, die sehr, sehr viel dafür leisten. Und ja, genau, wir im Bereich, gut, Recycling ist das eher so das Schlagwort, denn Recycling selber ist ja nicht das Ziel. Recycling ist ja auf der europäischen Abfallhierarchie, die eben sagt, wie wir am besten mit unseren Abfällen umgehen, erst auf der dritten Stufe, also in der Mitte, ist natürlich besser als eine Verbrennung und so weiter, Deponierung, klar, aber das Beste wäre, die Abfälle gar nicht entstehen zu lassen oder eben wieder zu verwenden. Ja, ganz kurz zu dem, was wir so im IKT-Bereich machen, immer wieder öffentlichkeitswirksame Aktionen, Flyer für ein besseres Ökodesign und so weiter. Wir sind in Expertengremien, alle möglichen drin, beim Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung, im Beirat der Stiftung Elektroaltgeräteregister, wir haben den Runden Tisch Reparatur mitgegründet und so weiter. Ein spannendes Ding ist auch die Handysammlung. Die hatten wir vor etwa 15 Jahren ins Leben gerufen als erster Umweltverband. Und weil mit Handys eben mittlerweile enorm schlecht umgegangen wird. Die werden eben sehr, sehr häufig schon viel zu früh ausgenutzt, landen dann in der Schublade, werden sogar manchmal schlecht entsorgt im Restmüll oder einfach weggeworfen. Oder selbst wenn sie eben beim Wertstoffhof, also korrekt abgegeben werden, ist es häufig so, dass sie eben nicht wiederverwendet werden, obwohl sie noch funktionieren würden, sondern eben einfach ganz normal recycelt werden. Und das Besondere hier ist eben, dass man versucht, die Geräte nach einer professionellen Datenlöschung möglichst auch nochmal in ein zweites Leben zu bringen. Ja, zur Studie. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit, deswegen versuche ich da relativ schnell drüber zu gehen. Und sonst, wenn dann Fragen sind, können wir dann auf die Teile, die besonders spannend sind, nochmal eingehen. Wir haben vorhin auch schon ein paar Zahlen dazu gehört, wie schlimm die IKT-Industrie ist. Sie ist tatsächlich sehr schlimm. Wir haben einen enorm steigenden Ressourcenverbrauch hier. Das liegt vor allem eben daran, dass die Geräte auch immer kurzlebiger werden, immer häufiger weggeschmissen werden. Smartphones mittlerweile eben nur noch 2 bis 3 Jahre in der Erstnutzungsphase genutzt werden. Ich würde sagen, insgesamt vielleicht 4 Jahre. Das ist immer noch viel zu wenig. Und mittlerweile bei Elektrogeräten werden etwa 2 Millionen Tonnen pro Jahr in Verkehr gebracht. Das ist eine wirklich steigende Tendenz. Und das, obwohl ja die Geräte immer kleiner werden. Und trotzdem werden immer mehr Elektrogeräte in Verkehr gebracht in Deutschland. Das ist schon echt ein Problem. Und das besonders Katastrophale daran ist, dass die eben zum allergrößten Teil illegal entsorgt oder exportiert werden und eben nicht korrekt gesammelt werden. Also gerade mal 45% oder etwas weniger als 45% des Elektroschrotts wird korrekt gesammelt. Und das, obwohl das EU-Sammelziel, was ja eigentlich verpflichtend ist, sogar bei 45% liegt. Und das wurde extra besonders niedrig angesetzt und trotzdem wird es von Deutschland nicht erreicht.
Nächstes Jahr liegt es bei 65%, was ja immer noch viel zu wenig ist, weil immer noch ein Drittel illegal entsorgt wird. Und das wird Deutschland auf gar keinen Fall erreichen und muss sich hier auch schon auf ein Vertragsverletzungsverfahren einstellen. Denn das ist wirklich mittlerweile ja schon ziemlich krass, wie Deutschland Umweltgesetze einfach nicht mehr einhält. Also saubere Luft, wisst ihr, sauberes Wasser genauso, selbst im Elektroschrott haben wir das Problem. Ja, ansonsten, bei unserer Studie war es unser Anliegen, nicht so konfrontativ wie sonst vielleicht loszugehen, sondern auch ein bisschen nach positiven Ansätzen zu schauen und zu gucken, wo gibt es denn gute Ansätze bei einzelnen Unternehmen, die man vielleicht dann auch fördern sollte oder wo man eben andere Rahmenbedingungen braucht, die sich eben verbreiten sollen. Und mit dem Ziel, dass wir so einen ökologischen Wettbewerb zwischen Unternehmen eben befördern. Und ja, das ist hier schon mal angeklungen. Es gibt neben den vielen Nachteilen natürlich auch Vorteile. Ich glaube, im Vortrag vorher wurde es auch schon sehr gut genannt. Alle möglichen Ideen. Es gibt auch noch mehr. Ja, ich steige jetzt mal dann ein. Wir haben insbesondere Smartphones, Festnetztelefone und Router beispielgebend für die gesamte IKT-Industrie angeschaut und das so über den Produktlebenszyklus betrachtet. Also angefangen vom Ökodesign oder besser gesagt Produktdesign, denn so ökologisch ist es in der Regel nicht. Dann hin zu dem, wie wird es verkauft, welche Marketingstrategien gibt es, wie ist das Vertragsangebot. Hin zum Support, wie lange werden Geräte supportet, das ist ja häufig immer weniger der Fall. Und eben auch zur Rücknahme und Entsorgung, ganz wichtiger Punkt, wie gut wird überhaupt gesammelt und was passiert danach mit den Geräten. Ja, das sind so die Unternehmen, die wir geprüft haben. Das sind die größten gewesen im Bereich, aber eben auch einige Nischenhersteller in der Hoffnung, dass wir da dann auch ein paar positive Ansätze finden. Genau, dann gehe ich jetzt schon mal zu den Ergebnissen, so greife einzelne Dinge raus, werde andere überspringen, weil sonst werde ich zeitlich nicht hinkommen. Gebrauchte Geräte sind besonders wichtig, weil damit kann man natürlich die Lebensdauer von Geräten enorm verlängern. Und was wir hier untersucht haben, ist, wie weit die großen Hersteller gebrauchte Geräte auch heute schon vermarkten. Denn man hat ja den Eindruck, dass sie versuchen, nur immer mehr neue Geräte in den Verkehr zu bringen. Und ich denke, das ist auch so. Aber wir sehen eben schon, dass es in Ansätzen eine Vermarktung von Gebrauchtgeräten gibt. Und da würden wir uns wünschen, dass es auch deutlich stärker der Fall ist, weil viele Verbraucher, also ganz normale Menschen, die sich nicht damit so beschäftigen, denken eben bei Gebrauchtgeräten eher an welche mit schlechterer Qualität, die vielleicht schneller kaputt gehen. Und das ist eben gar nicht der Fall. Auch Gebrauchtgeräte werden mit mehr als 2 Jahren Garantie in Verkehr gebracht. Und wenn eben auch Großunternehmen, die wie jetzt Apple und Samsung, die eben in Amerika schon gebrauchte Mobiltelefone verkaufen, wenn sie das auch hier in Deutschland machen würden und auch stärker in den Vordergrund stellen würden, dann käme man vielleicht davon weg, dass die eben ihr Geld nur mit immer mehr neuen Geräten verdienen müssen. Oder man kann auch andere Strategien wählen natürlich. Ja, ein anderer wichtiger Punkt ist das Ökodesign der Geräte, das Produktdesign. Da wird von den Herstellern ganz häufig angewandt, dass es einen Trade-off gibt. Entweder ist das Gerät gut reparierbar, oder es ist eben gut haltbar, also zum Beispiel gegen Wasserschäden. Und das ist tatsächlich gar nicht so sehr der Fall. Oder die Hersteller argumentieren eben auch damit, dass man versucht, die Geräte immer leichter, immer kleiner zu machen, damit ja auch Materialien einspart. Und dann leider kann man es am Ende nicht mehr reparieren oder eben nur noch über die autorisierten eigenen Fachwerkstätten. Das Beispiel des iPhone 7 ist jetzt nicht mehr das allerneueste. Trotzdem hatte es, also vor einigen Jahren hat es hier bei iFixit immerhin noch 7 von 10 Punkten erreicht, obwohl es eben wasserfest ist. Das ist noch relativ in Ordnung. Also damit kann man das als, ja, wenn man sich damit beschäftigt, schon auch noch auseinandernehmen, den Akku rausnehmen. Die alten Geräte waren natürlich noch besser. Das Schlimme ist, dass die neuen Geräte von Apple mittlerweile beinahe null liegen, was die Reparaturfähigkeit angeht, weil eben Vorderseite, Rückseite verklebt sind, der Akku ist verklebt. Man kommt daran kaum ran, ohne auch wirklich ein hohes Risiko einzugehen, das gesamte Gerät dabei zu beschädigen. Und das ist natürlich ein Problem für Leute, die ihr Gerät selber nutzen wollen. Es ist aber auch ein Problem für die unabhängigen Reparaturwerkstätten, weil die natürlich damit umso mehr Arbeit, umso mehr Mühe damit haben, die Geräte zu reparieren und es für die natürlich auch immer teurer wird und dann die Menschen auch eben immer weniger reparieren werden. Ja, es gibt auch andere Beispiele.
Caterpillar. Was mir da besonders gut gefallen hat, sind die gummierten Außenseiten, denn es ist ja schon ziemlich krass, das Display ist neben dem Akku eben so das verschleißträchtigste Bauteil, was am häufigsten kaputt geht, und trotzdem ist es zum einen so schwer entnehmbar, so schwer austauschbar, und auf der anderen Seite wird es eben kaum geschützt und eben nicht etwa durch gummierte Außenkanten, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, weil doch sehr, sehr viele Menschen Schutzhüllen zum Beispiel nicht verwenden, und tatsächlich ist eben neben auch Wasserschäden, Sturzschäden, also sind Sturzschäden tatsächlich so die häufigsten Gründe für einen Austausch eines Geräts. Ja, Fairphone 2 ist natürlich besonders gut, einfach durch die Reparierbarkeit, hat natürlich auch noch ein paar andere Probleme, Kinderkrankheiten, aber schon ein sehr, sehr guter Ansatz. Ja, insgesamt zum Ökodesign brauchen wir auf jeden Fall verpflichtende Mindeststandards, etwa indem die Ökodesign-Richtlinie, die es ja auch schon gibt, auf weitere Produkte ausgeweitet wird und eben viel, viel stärker, wie ja aktuell auch gerade Lobbyarbeit von uns in anderen betrieben wird, viel, viel stärker auch Materialeffizienzkriterien aufnimmt, Reparaturfähigkeitskriterien, und diese Mindeststandards, die müssen eben wirklich auf Elektrogeräte in der Breite angewendet werden und wirklich auch streng sein. Dann kämen wir ein Stück weiter. Begleiten könnte man auch Umweltzeichen etwas stärker in den Vordergrund stellen. Die sind natürlich freiwillig, aber die können eben Unternehmen, die hier schon etwas besser sind, auch einen Vorteil geben. Und damit das aber funktionieren kann, wäre es auch enorm wichtig, dass die öffentliche Beschaffung diese Umweltzeichen auch wirklich verpflichtend vorzieht. Weil ansonsten haben wir das Problem, dass, ich glaube, das kommt auch bald, die Folie hier, haben wir das Problem, dass Hersteller häufig solche Umweltzeichen kaum anwenden. Also beim Blauen Engel für Handys haben wir gerade mal einen Hersteller, das ist das Fairphone, die den Blauen Engel anwenden. Bei Computern haben wir gerade gar keinen. Und dabei sind die Kriterien gar nicht mal so enorm hoch. Insgesamt fehlt es eben einfach an der Nachfrage. Für die Hersteller lohnt es sich zu wenig, solche Umweltzeichen auch anzuwenden. Und deswegen eben hier ein ganz wichtiger Punkt ist, die öffentliche Beschaffung ihre wichtige Rolle und Verantwortung eben auch nutzt und zum einen gebrauchte Geräte vorzieht, zum anderen aber auch Geräte mit Umweltzeichen. Genau, es gibt natürlich auch noch andere Umweltzeichen. EPEAT wird gerade auch in Amerika stärker genutzt. TÜV Rheinland und Energy Star sind eben auch nochmal weitere. Ja, Recycling, wir kommen gleich nochmal zum Punkt Recycling, wenn die Geräte entsorgt werden. Jetzt ist es der Punkt beim Produktdesign, und hier ist es so, dass obwohl Recyclingmaterialien ganz häufig wirklich für viele Stoffe schon auch in einer guten Qualität verfügbar sind, sie trotzdem kaum eingesetzt werden. Und hier zeigen einige Hersteller, auch so Apple und Samsung, dass sie in winzig kleinen Ansätzen das tatsächlich schon mal einsetzen. Wohlgemerkt eben Post-Consumer-Abfälle, also welche, die vorher genutzt wurden. Denn Industrie-Kunststoffabfälle oder andere Abfälle, die werden eben schon lange sehr gut recycelt. Das ist gar kein Problem. Also grundsätzlich könnte man ein Handy, ich würde schätzen, zu locker auch heutzutage schon zu 90% aus Recyclingmaterialien herstellen. Tatsächlich etwa geschätzt sind es vielleicht 5% maximal. Gerade bei Metallen funktioniert das Recycling ja relativ gut, aber hier auch eben nur bei den Massenmetallen, Eisen, Kupfer und so weiter, und Edelmetallen, Gold, Silber und solche. Während die ganzen kritischen Rohstoffe und Sondermetalle, seltene Erden und so weiter, die werden heutzutage eben praktisch gar nicht recycelt, obwohl sie eben besonders hohe Umweltauswirkungen haben im Abbau. Ja, Schadstoff ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich mache mal mit Blick auf die Zeit etwas schneller. Ein Problem ist natürlich auch immer, dass immer mehr das Vertragsanbieter hier eben, um Kunden zu halten, ihnen nach einem oder nach zwei Jahren ein neues Gerät versprechen oder eben zu vergünstigten Konditionen. Das ist natürlich auch der komplett falsche Ansatz, sondern wir brauchen andere Möglichkeiten, dass man eben Kunden über günstigere Gebühren oder andere Extra-Services oder so dann weiter in einem Vertrag hält, aber eben nicht über dieses immer mehr Ressourcenverbrauchen, immer mehr neue Geräte damit in Verkehr bringen. Leasing ist auch eine spannende Idee. Die haben wir bei Handys heutzutage praktisch gar nicht. Das Fairphone hat
ist gerade in der Pilotphase, das Leasing für Geschäftskunden zu testen, ob das funktioniert. Aber im Router-Bereich haben wir das schon ganz häufig, also viele Großunternehmen leasen ihre Router und das hat tatsächlich schon zwei Vorteile oder kann zwei wirkliche Vorteile haben. Zum einen ist es die sehr hohe Sammelquote im Vergleich, wenn man die Geräte einfach nur so verkauft, denn der Nutzer muss sie eben ja am Ende der Vertragslaufzeit auch wieder zurückschicken. Hier sind die Unternehmen aber auch unterschiedlich streng, also das muss natürlich auch durchgesetzt werden. Und der zweite Vorteil ist, dadurch, dass die Unternehmen die Geräte zurückbekommen und damit sie auch wieder vielleicht anderen Nutzern zur Verfügung stellen können, haben sie auch ein Interesse, die Geräte möglichst langlebig zu gestalten. Also auch eben positive Effekte aufs Ökodesign. Ja, auch bei der Garantie gab es große Unterschiede. Die gesetzliche Gewährleistung ist ja praktisch 2 Jahre, wirklich effektiv nur ein halbes Jahr, weil ansonsten muss eben der Käufer eben beweisen, dass der Schaden schon beim Kaufzeitpunkt vorhanden war. Das gelingt in der Regel nicht. Viele Hersteller geben trotzdem auch 2 Jahre Garantie. Es gibt auch welche, die bis zu 5 Jahre geben, gerade bei Routern zum Beispiel, Asus und so weiter. Bei Handys haben wir das besondere Problem nochmal, dass es nicht immer diese 2 Jahre erreicht. Ich glaube, Apple war es, die sogar nur 1 Jahr geben und ganz viele geben auf die Akkus, obwohl die ja besonders schnell kaputt gehen und eben typischerweise nach schon einem halben, nach einem Jahr, nach 2 Jahren einen Großteil ihrer Kapazität verloren haben. Gerade Akkus haben häufig eine viel niedrigere Garantie, also häufig nur ein halbes Jahr. Ein Unterschied ist dabei auch nochmal, ob der Akku fest verbaut ist oder nicht. Die Festverbauten kriegen manchmal noch etwas mehr Garantie tatsächlich. Ja, Updates ist auch ein Punkt, aber ich mach mal weiter. Jetzt in Richtung Support der Geräte während der Nutzungsphase. Hier sollten eben die Hersteller auch den unabhängigen Reparaturwerkstätten auch Reparaturanleitungen, Explosionszeichnungen und so weiter zur Verfügung stellen und eben auch eigene Werkstätten sonst oder mit denen in Vertrag stehen, dass sie eben überhaupt den Nutzern eine Reparatur auch anbieten. Ersatzteile ist besonders wichtig in diesem Themenfeld und hier haben wir tatsächlich auch ein großes Problem, denn wir auch die Wangerow GmbH, die jetzt vor dem Bundeskartellamt gegen Samsung zum Beispiel klagt, ist es eben so, dass diese großen Hersteller originale Ersatzteile an freie Werkstätten, obwohl die auch einen Meisterbrief und so weiter haben, also wirklich ganz seriöse Händler, kaum mehr zur Verfügung stellen. Apple tut das zum Beispiel gar nicht. Selbst Samsung macht es so, dass sie hier sehr, sehr lange Lieferzeiten geben, sehr, sehr hohe Preise verlangen oder eben auch die E-Mail-Nummern der Geräte abfragen, was ja eigentlich für diese Ersatzteilnachfrage komplett unerheblich ist, was nur das Ziel hat, einmal dem Reparaturbetrieb mehr Arbeit zu machen und zum anderen auch Kundendaten zu gewinnen, um zu sehen, wer hat dieses Gerät ursprünglich gekauft, wann geht es wo in eine Reparatur, Daten, die der Hersteller hier eigentlich gar nicht haben müsste. Von daher haben wir wirklich ein großes Problem damit, dass Ersatzteile nicht verfügbar sind und einige Hersteller machen das tatsächlich besser, die bieten Ersatzteile auch für unabhängige Werkstätten an. Die meisten Großen tun es nicht oder praktisch nicht und da wäre es wirklich dringend notwendig, dass man eben zum Beispiel über diese Ökodesign-Richtlinie vorgibt, dass Ersatzteile für mindestens die erwartete Lebensdauer oder mindestens 7 Jahre zur Verfügung gestellt werden. Ja, die Sammlung, hier ist es so, dass wir gesetzlich eigentlich eine Verpflichtung haben für große Händler. Diese Hersteller sind ja gleichzeitig auch Händler, weil sie im Internet die Geräte auch direkt vermarkten. Und trotzdem, obwohl es diese Verpflichtung gibt, nutzen die praktisch alle Schlupflöcher, etwa indem sie ihr Lager nicht in Deutschland haben, sondern im Ausland und dadurch nicht unter die verpflichtende Rücknahmeregelung fallen und eben Elektrogeräte, nicht nur die eigenen, also die eigenen nehmen sie meistens noch zurück, aber anderen Elektroschrott, wie sie eben eigentlich verpflichtet wären, nehmen sie in der Regel nicht zurück und das ist dann auch nochmal ein Problem. Hier besonders hervorzuheben auch nochmal Shift, das ist ja ein deutscher Nischenhersteller, der ähnlich wie das Fairphone auch sehr viele positive Ansätze verfolgt und Shift hat als allererster ein Handypfand eingeführt von 22 Euro und ein Pfand ist, würde ich sagen, sogar noch wirksamer als Leasingangebote, wenn es darum geht, die Geräte auch wirklich wieder zurückzubekommen. Ja, Wiederverwendung oder ganz kurze Frage, wie viel Zeit habe ich noch?
10 Minuten. Okay, dann versuche ich relativ schnell zu machen, damit wir noch ein paar Fragen einbauen können. Wiederverwendung wäre das Allerwichtigste. Eingangs hatten wir ja schon über gebrauchte Geräte gesprochen. Jetzt ist praktisch die Seite, die Geräte kommen zurück und müssen dann auch wiederverwendet werden. Das passiert heutzutage praktisch gar nicht, obwohl die meisten Geräte sich wirklich oder ein erheblicher Teil, 10-20%, teilweise auch mehr, auch wirklich für eine zweite Nutzung eignen würden. Das heißt, dass sie technisch funktionieren, dass sie aber auch noch einen Marktwert haben, dass Leute die überhaupt kaufen wollen. Und obwohl das eigentlich gehen würde, werden die Geräte einfach direkt in den Schredder gegeben, werden zerstört. Und das Problem hatten wir bei Amazon. Es ging durch die Schlagzeilen vor einigen Wochen, dass eben hier auch Retouren, Neugeräte vernichtet werden. Dieses Problem ist nicht nur auf Amazon beschränkt, sondern es trifft eigentlich die gesamte Branche hier. Das gesamte Modell, wie wir mit Elektroschrott umgehen, ist so aufgebaut, dass wir die Geräte einfach nur zurücknehmen, in den Schredder schmeißen und dass sie eben nicht wiederverwendet werden. Also die Wiederverwendungsquote liegt bei vielleicht 1-2% beim Elektroschrott in Deutschland. Also wirklich unglaublich niedrig. Und hier könnte man tatsächlich locker auch heutzutage schon 15% erreichen und später dann natürlich auch mehr. Also was wir brauchen, sind auch natürlich gesetzliche Vorgaben. Recycling hatten wir auch vorhin schon so ein bisschen besprochen, findet eben nur für die Massenmetalle, Edelmetalle statt. Ich mache mal den Punkt dann schneller. Beim Marketing ist es so, die Unternehmen nutzen Marketing oder Umweltaspekte im Marketing heutzutage praktisch gar nicht. Also nur wenige Hersteller machen das mal im Ansatz. Na, hier irgendwo gibt es noch ein Beispiel, kommt später, glaube ich. Apple macht es zum Beispiel noch, Fairphone natürlich, Telekom mit dem blauen Engel und so. Grundsätzlich werden Umweltaspekte von den großen IKT-Firmen kaum genutzt und das führt eben auch dazu, dass es im Unternehmen selber kaum die Nachfrage danach gibt, sich mit Umweltaspekten positiv abzuheben gegenüber der Konkurrenz. Und hier wäre es eben wichtig, dass auch Nachhaltigkeitsberichte, heutzutage werden sie ja vor allem genutzt, um eben gegenüber den Stakeholdern, den Kapitalgebern zu informieren. Und sie zeigen eben eher solche Leuchtturmprojekte oder Schwerpunkte, aber man kann nicht als Nutzer, als Käufer praktisch diese Nachhaltigkeitsberichte lesen und kriegt dadurch einen Eindruck, wo man jetzt vielleicht lieber kaufen sollte. Denn die Nachhaltigkeitsberichte, genauso wie auch die Umweltdatenblätter, sind nicht standardisiert und solange sie das nicht sind, kann man eben keine verlässlichen Aussagen darüber treffen, wie gut dieses Unternehmen jetzt tatsächlich aus Umweltgesichtspunkten aufgestellt ist. Ja, also von daher wäre es wichtig, dass eben die Unternehmen auch Umweltaspekte stärker aufnehmen, auch in ihr Marketing aufnehmen. Natürlich hier Grundvoraussetzung, dass es nachgewiesen ist, die Umweltvorteile, denn ansonsten wäre es Verbrauchertäuschung, also Greenwashing und auch illegal. Ja, dann springe ich mal ganz schnell. Wir haben hier so verschiedene gesetzliche Dinge, die gerade passieren. Also wir haben das Elektrogesetz, das soll novelliert werden, auch weil die Sammlung ja so katastrophal niedrig ist. Wir haben eine Behandlungsverordnung, eine Wiederverwendungsverordnung, die gerade geplant werden, um eben zum einen das Recycling zu verbessern. Hier haben wir bei vielen Geräten eben noch große Probleme. Zum Beispiel müsste man auf solche kritischen Metalle, auf Sondermetalle und auf Kunststoff, der eben momentan auch meistens nur verbrannt wird, darauf müsste man separate Recyclingquoten vorgeben und nicht, wie es heutzutage ist, eine Recyclingquote für alles. Und dann konzentriert man sich natürlich eben auf das, wo es besonders einfach ist, also die großen Massenmetalle. Wir bräuchten eben in der Behandlungsverordnung solche separaten Recyclingquoten und in der Wiederverwendungsverordnung, das wäre der Ort, wo man eben dafür Sorge trägt, dass bestimmte Wiederverwendungsstellen auch Zugang zu den Geräten haben beim Wertstoffhof und so, die dann eben abführen können, reparieren können und so weiter. Ja, ganz grundsätzlich zum Fazit. Die Studie hat eben gezeigt, dass in den verschiedenen Bereichen, die wir untersucht haben, also habt ihr ja gesehen, so über den Produktlebenszyklus. Was wir nicht untersucht haben, waren eben soziale Aspekte oder eben in der Lieferkette auch die Probleme beim Abbau der Rohstoffe. Hier haben wir ja auch sehr, sehr große Probleme tatsächlich. Dass eben in diesen verschiedenen Bereichen durchaus positive Aspekte bei fast eigentlich jedem dieser Unternehmen vorhanden waren. Und es zeigt, dass diese Dinge, also um was es jetzt auch geht, Leasing, was auch immer, Ersatzteile bereitstellen und so, also kein grundlegende, also technisch erstmal möglich sind und auch wirtschaftlich zumindest in diesen Fällen ja auch offensichtlich möglich sind.
und trotzdem eben nicht übernommen werden. Und das zeigt uns, dass eben die politischen Rahmenbedingungen heutzutage einfach überhaupt nicht ausreichend sind und wir hier also vor allem eben bei der Politik unbedingt ja, strengere Gesetze haben müssen, die auch dafür sorgen, dass solche positiven Ansätze, die wir heutzutage schon haben, dass die sich eben in der Breite umsetzen. Ja, genauso dann hatten wir auch, das habe ich glaube ich jetzt nicht mehr in der, oder waren vorher drin, auch ganz viele Empfehlungen für die Unternehmen selber oder für Verbraucher. Als Verbraucher zum Beispiel kann man eben auch, sollte man, wenn man ein Gerät braucht, dann erstmal gucken, ob man nicht ein Gebrauchtes kaufen kann, ob man eins mit einem Umweltzeichen bekommt, wenn man es dann hat, dass man es möglichst gegen Schäden schützt, also Displayfolien, Handyhüllen und so weiter verwendet, dass wenn es dann kaputt ist, man eine Reparatur prüft und wenn es dann auch nicht mehr reparierbar ist, dann auch wirklich eben korrekt abgibt. Genau, ja, das soweit, dann noch Fragen gerne. Ein kabelloses, okay, dann kann ich damit rumlaufen. Ja, vielen Dank, Philipp Sommer. Das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen, viele Einblicke. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Kurz, ist Andi Rüther für den 11 Uhr Vortrag schon da? Ah ja, okay. Dann bitte einmal die Hände hoch. Die drängendsten Fragen, die Hände besonders hoch, bitte. Danke für... Ist an, okay. Danke für den Vortrag. Eine Sache bei der Wiederverwendung oder auch bei der, ich sag mal, Ausmusterung von Handys ist ja oft ein Softwareproblem. Die Hardware funktioniert noch perfekt, aber gibt keine Updates mehr oder es gibt Updates des Betriebssystems. Gerade bei Android hast du das Problem, dass plötzlich alles nicht mehr funktioniert. Und da gibt es ja gerade, weil Android ja auch ein Open-Source-Programm ist, gibt es ja gerade im Internet viele, die daran rumbasteln, dass du auch ältere Geräte noch fit machen kannst für die ganzen Apps und so weiter. Und ich glaube, das wäre auch beim sozusagen Wiederverwendung wichtig, dass man nicht nur sagt, die Hersteller nehmen das zurück, sondern dass, ich sag mal, kleine Anbieter das zurücknehmen, neue Software aufspielen und das wieder in den Markt reinbringen. Habt ihr da irgendwelche Ansätze oder gibt es da... Leute, die das machen? Funktioniert das Gerät? Naja, also ja doch, funktioniert. Der Punkt ist total richtig. Wir haben wirklich ein Riesenproblem hier. Software-Updates werden schon nach wenigen Jahren nicht mehr zur Verfügung gestellt. Wir hatten das hier auch untersucht, wie lange das ungefähr passiert. Das eine Problem ist eben, das hattest du ja noch nicht unbedingt gemeint, ist, dass überhaupt Software-Updates zur Verfügung gestellt werden. Häufig werden sie eben passiert das nicht mehr und die Geräte sind dann eben, haben sehr hohes Sicherheitsrisiko oder können nicht mehr genutzt werden mit den heutigen Apps und werden deswegen ausgemustert. Das gleiche Problem auf der anderen Seite ist aber auch ganz stark, dass Apple zum Beispiel, auch andere Hersteller, bei Apple ist es so, dass sie eben ja jetzt in Italien auch zur Strafzahlung verdonnert wurden, auch in Amerika hatten wir hier Gerichtsentscheidungen, dass eben über solche Software-Updates die Geräte auch zum Beispiel manipuliert wurden, also im Negativen manipuliert wurden, zum Beispiel der Energieverbrauch so weit hochgesetzt wurde, dass eben der Akku damit nicht mehr richtig klarkam, dass wir häufige Ausfälle der Batterie haben und damit die Nutzer eben dazu gebracht werden, ihr Gerät möglichst schnell auszutauschen. Und da brauchen wir tatsächlich solche Lösungen, wie auch angeklungen, dass man die Geräte eben offen programmiert, dass sie eben nach einer gewissen Lebensdauer dann auch wirklich entweder schon am Anfang oder nach einer gewissen Zeit dann auch dem Nutzer eben wirklich gehören, auch die Software hier geändert werden kann, damit die Geräte länger genutzt werden können. Denn tatsächlich ist es so, dass eben das Gerät, obwohl es perfekt funktionieren könnte, nur wegen der fehlenden Software weggeschmissen werden muss. Und das ist tatsächlich ein Skandal. Das Ganze schreit ja nach politischer Gestaltung. Wie ist denn die Bereitschaft der im Bundestag vertretenen Parteien, mit ihren jeweiligen Abstufungen sich dieses Problems anzunehmen? Also, ich würde sagen, es ist relativ schwach ausgeprägt. Man kann jetzt vermuten, dass es bei den Grünen tatsächlich schon etwas stärker ist. Die Grünen haben zum Beispiel kürzlich mehrere kleine Anfragen auch an die Bundesregierung gestellt zum Umgang mit Elektroschrott, auch in Richtung Ökodesign, zur Sammlung, auch zu Batterien haben sie das gemacht und versuchen hier eben auch Druck auszuüben. Bei den aktuell regierenden Parteien passiert hier praktisch gar nichts. Also wir haben keine positiven Effekte oder wirklich politischen Maßnahmen, Ansätze in den letzten Jahren gesehen, die das Problem irgendwie verbessert haben. Und dabei bräuchten wir wirklich erhebliche Änderungen hier, weil ja tatsächlich sich die Situation massiv verschlechtert sogar in diesen Jahren.
Also so weit zu meiner ganz groben Parteieneinschätzung, zu viel möchte ich sonst dazu auch nicht sagen. Aber ja, also die Frage, es gibt aktuell keine großen Parteien, die maßgeblich hier positive politische Gesetze oder sowas auf den Weg gebracht haben oder planen. Hallo, mich würde interessieren, inwieweit ihr die sonstigen Ressourcen im Blick habt als Umwelthilfe. Weil also einerseits IKT, total böse, da sind wir uns alle einig, aber es gibt da zum Beispiel auch noch Papier mit fieser Druckerschwärze und sowas. Und das ist ja zum Beispiel eine der Hypothesen, dass wir ja zum Beispiel weniger da davon haben, wenn wir mehr IKT haben. Habt ihr sowas im Blick, ist sowas geplant oder kann man solche Wechseleffekte vielleicht irgendwie tatsächlich mal ein bisschen rausfinden? Also grundsätzlich haben wir das im Blick. Wir haben jetzt aber zum Beispiel zu Druckerschwärzen und so weiter keine extra Studien gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier auch ein typisches Problem haben, dass eben teilweise Schadstoffe noch in den Farben drin sind, in den Stabilisatoren, UV-Stabilisatoren und so weiter. Und dass eben wir auch hier häufig eine Ressourcenverschwendung haben, indem eben Druckerpatronen zum Beispiel häufig gerade mal einmal genutzt werden und wenn sie leer sind, dann weggeschmissen werden, obwohl es ja, die meisten kennen es sicherlich auch, hier Möglichkeiten gibt, die zurückzubringen und wieder auffüllen zu lassen und damit eben die Verpackung dieser Patrone immer wieder genutzt werden kann. Okay, vielen Dank, Philipp Sommer. Wir sind leider am Ende der Zeit. Du bist bestimmt noch... Ich bin auch noch kurz hier im Raum und dann noch ein paar Stunden hier auf jeden Fall. Okay, also für weitere Fragen noch zur Verfügung. Und die Studie ist schon erschienen, erscheint noch? Ja, die Studie war im letzten Jahr durchgeführt worden und ist Anfang diesen Jahres dann auch erschienen. Kann man gerne einen Blick reinwerfen und ansonsten einfach anrufen, wenn man noch konkrete Rückfragen hat oder so. Okay, dann vielen Dank, Philipp Sommer. Und...